Die Unternehmen im Bezirk Ried sind weltweit erfolgreich. Die unverzichtbare Basis dieses Booms sind bestens ausgebildete heimische und internationale Fachkräfte. Aktuell arbeiten mehr als 4000 Menschen mit ausländischem Pass im Bezirk. Das schulische Angebot hinkt dieser Entwicklung derzeit allerdings noch hinterher. WKO-Bezirksobmann Josef Heißbauer fordert deshalb einen raschen Ausbau des bilingualen Angebots. Unsere Erfolgsbetriebe locken Menschen aus der ganzen Welt ins Innviertel. Allein bei FACC arbeiten Menschen aus über 40 Nationen. Viele von ihnen, so wie Frau Santos, haben Kinder und sie fordern zu Recht eine adäquate schulische Perspektive. Ich habe internationale Beziehungen studiert und mein beruflicher Weg führte mich in die USA und sofort nach Argentinien. Als Austauschstudentin kam ich auch nach Österreich und als mir dann FACC einen Job angeboten hat, habe ich diesen sofort angenommen, weil ich Österreich wirklich in bester Erinnerung hatte. Mein Sohn und ich sind seit Juli in Ried. Pedro kommt nächsten Herbst in die Volksschule und für ihn wäre eine bilinguale Klasse natürlich ideal. Wie groß die Nachfrage nach einer bilingualen schulischen Ausbildung im Bezirk ist, beweist das Gymnasium Ried. Dort gibt es seit diesem Schuljahr eine zweisprachige Klasse und das mit durchschlagendem Erfolg. Sobald wir mit der bilingualen Schwerpunktklasse in die Öffentlichkeit gegangen sind, hat es sehr, sehr viel Zuspruch gegeben und wir haben weit über 50 Anmeldungen bekommen und nach einem ersten Aufnahmeverfahren haben wir uns dann entschlossen, zwei Klassen für die bilinguale Schwerpunktklasse in diesem Jahrgang zu eröffnen und wir haben jetzt 50 begeisterte Schülerinnen und Schüler in dieser Klasse. Das Gymnasium Ried sollte nun rasch zum Vorbild für den weiteren Ausbau des schulischen Angebots in Ried werden, fordert Obmann Heißbauer. Ried muss jetzt so bald wie möglich mit einer bilingualen Volksschulklasse nachlegen. Wir werden alles unternehmen, dass so bald wie möglich Kinder jeden Alters in unserem Bezirk in Deutsch und Englisch unterrichtet werden können. There is an ice bear on the rock. There is an ice bear on the rock.